Dein Zoo heute in Paris. Ein neues Café hat im 3. Arrondissement eröffnet, das Café de Chat, wo nicht nur Kaffeetrinker willkommen sind. Ausgesetzte Katzen finden hier ein Zuhause und tummeln sich zwischen den Gästen herum. Im gemütlichen Ambiente kann man hier Stunden verweilen und den Alltag einmal vergessen. Das Café kommt besonders gut bei den Stadtmenschen an, die aufgrund von Job, Großstadt und engen Wohnungen keine Katzen halten können. Das Schnurren der Katzen und die damit verbundenen Vibrationen können eine heilende Wirkung haben, zum Beispiel bei Arthritis und Rheuma. Dann geht der Puls runter. Das ist natürlich nicht garantiert, was wir auf jeden Fall hier anbieten. Du kriegst Kuchen, eine tolle Atmosphäre und viele Katzen. Bereits am Eröffnungstag war hier schon so viel los, 300 Besucher mussten sogar wieder gehen, weil es zu voll wurde. Denn man muss natürlich auch auf das Wohl der Katzen achten und darf sie nicht mit zu vielen Besuchern stressen. Jeder Gast, der die Katzen schlecht behandelt, wird auf jeden Fall vor die Tür gesetzt. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen!